7.21 Uhr ist es, ziemlich genau 9 Minuten vor 7:30 vom Neckar bis zum Bodensee. Wie wäre es heute Morgen, meine Damen und Herren, mit einer neuen Burg? Ich meine, so eine richtige mit fetten Mauern, mit Zugbrücke, Zinnen und mit Verteidigungsturm. Wie zu teuer. Quatsch. Man muss nur wissen, wie. Und kann dann zum Beispiel auf der Achalm, dem Reutlinger Hausberg hier, auf den Ruinen aus dem Mittelalter eine neue, stolze Burg bauen. Halt, da fehlt aber noch was. Man braucht natürlich auch Ritter, sonst wird es nichts mit der Burg. Ritter? Nichts leichter als das. Gestern hat sich die Achalm-Ritterschaft droben auf der Achalm gegründet. Die Achalm-Ritterschaft. Kein Scherz, Bertram Schwarz hat es mit eigenen Augen gesehen, bei gleißendem Sonnenlicht und 30 Grad. Außerhalb der Rüstung. Ritter Frank und Frei zu Reutlingen, trotz stechender Sonne in voller Montur mit Brustpanzer, Kettenhemd, Helm und Handschuhen, sucht sich einen würdigen Platz für den historischen Vortrag. So kommet nun all herbei, ihr Leut, die Ritterschaft vereint sich heut. Gaukler, Spielleut, Musikant, mit Feuer und die, es muss nochmal aufhören. So ein läppischer Fehlstart kann einen wackeren Alleskönner nur noch mehr befeuern, denn da ich auch Dichter und Denker bin, habe ich das Gedicht extra für heute gemacht, zur Gründung des historischen Tages, zur Gründung der Achalm-Ritterschaft Reutlingen. Frank und Frei fängt nochmal an und die Sonne brennt dem Ritter bald noch biestiger aufs Blech. Oh, heute habe ich echt erschöpft, bin auf meinem Kampf. Dem spärlich anwesenden, einfachen Volk gefällt der Ritter durchaus. Ja, macht einen guten Eindruck. Ein Zünftiger. Ritter Frank und Frei, das ist Frank Christoph Schnitzler, ein Reutlinger Künstler. Er hat den Tag der Gründung seiner Ritterschaft auf den 9. Juni gelegt. Genau seit einem Jahr nämlich gehören der Stadt, der Berg und die Burgreste auf der Achalm wieder. Nach Jahrhunderten. Daraus, findet Schnitzler, sollte man doch was machen. Und beeindruckt damit auch ein Grüppchen junger Leute. Ich finde es unschlagbar. Sowas muss man sich erstmal trauen. So, die Idee dahinter ist nett und alles Weitere muss man mal sehen. Bis jetzt ist er alleine. Er hat gehofft, es kommen mehr, aber ich denke, das entwickelt sich alles. Sein Ziel ist ja, die Achalm wieder aufzubauen. Von daher bräuchten wir dafür auf jeden Fall Ritter. Und ritterlichen Wohlstand, sagen wir besser, ein kleiner Schatz der Nibelungen wäre schon nötig. Doch Schnitzler hat einen anderen Vorschlag. Er will jeden einzelnen Baustein verkaufen, der dafür den Namen des Spenders trägt. Und somit baut sich die Burg selber von Stein zu Stein auf, indem man die einzelnen Steine an reiche Leute verkauft. Reutlingen war mal die Stadt der meisten Millionäre, das ist leider heute nicht mehr. Aber ich bin überzeugt, mit meiner Philosophie bringe ich die Stadt wieder an dieses Ziel. Die Stadt, die gerade mit den Kosten für ihre Stadthalle ringt und der es auch sonst nicht mehr besser geht als allen anderen. Ritter Frank und Frei glaubt dagegen, dass eine neue Burg auf der Achalm einen nie versiegenden Geldregen für die Stadt unter ihr brächte. Stichwort Tourismus. Und was sagt sein Nachbar dazu, der ihm immerhin half, die vermaledeit schwere Rüstung auf die Achalm zu tragen? Er ist im positiven Sinne ein Spinner, sage ich mal. Aber im positiven Sinne wohlgemerkt. Er hat sehr viele Visionen, die ich aber jetzt hier gar nicht sagen möchte. Ein Visionär, ein Dichter und Denker, einfach Ritter Frank und Frei zu Reutlingen. So einem Musterschlusswort gehören, mit seinem Traum von der Burg und ihrem Segen. So wird die Stadt Reutlingen wiederbelebt. Wir feiern und tanzen, dass der Erdboden bebt. Dabei verdienen wir noch recht viel Geld. Der Reutlinger Ritter wird somit zum Held. Tja, und wer weiß, vielleicht singt dann dermaleinst auch ein schönes Mägdelein auf den Achalm-Ritter ein Ritterlied. So wie Conny Frobes jetzt bei uns auf den edlen Ritter John. John, der edle Ritter, liebte Caroline. Und er sang vor ihrem Haus im Mondenschein. Die Leiter hat er mitgebracht. Das Fenster wurde aufgemacht, leider war die Leiter viel zu klein. Da sagte John, der edle Ritter, so ist das Leben, mal süß, mal bitter. Da sagte John, so ist das Leben und darum eben ist es so schön. John, der edle Ritter, liebte Rosalie. Rosalie kam mit zu einer Kampartie. Im Ruderboot, da küsst man nicht. Sir John verlor das Gleichgewicht. Und die Themse war so kalt wie nie. Da sagte John, der edle Ritter, so ist das Leben, mal süß, mal bitter. Da sagte John, so ist das Leben
schön. John, der edle Ritter, ist schon lang dahin, doch zu seiner Burg heut die Verliebten ziehen. Sie wandern träumend Hand in Hand, sie schauen vom Turm ins weite Land und lesen dort die Worte am Kamin. Hier lebte John, der edle Ritter, so war sein Leben, mal süß, mal bitter. Hier lebte John, so war sein Leben, und darum eben war es so schön. Es sagte John, wer edle Ritter, so ist das Leben, mal süß, mal bitter. Es sagte John, so ist das Leben, und darum eben ist es so schön.